Hauptsache, meine Tasse ist leer. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Mir geht's ganz gut. Wir haben heute den 25.12. Meine Mama hat Geburtstag. Ich war zu meiner Mama. Und ich weiß, das Video wird erst am Sonntag online kommen. Trotzdem wünsche ich euch frohe Weihnachten. So. Da ich so richtig liebe, süße und nette Nachbarn habe und die feiern alle Weihnachten, habe ich denen Pralinen gekauft. Und wenn ich gleich rausgehe, achso, diese zwei Tüten sind für die Kinder. Wir haben nur zwei Kinder im ganzen Haus. Habe dann halt für allen Messi gekauft, weil die so lieb sind. Die nehmen immer unsere Pakete. Die werden sich bestimmt freuen. Die sind echt so lieb. Ihr müsst euch halt ungefähr so vorstellen. Wir kriegen in der Woche 5 bis 6 Pakete und wir sind vormittags nicht zu Hause, weil wir beide arbeiten. Und dann, das nehmen immer unsere Nachbarn an. Und obwohl ich immer sage, das brauchen sie nicht anzunehmen, wir können das auch abholen. Die meisten sind halt Rentner, die sagen, ach, warum denn? Ist doch nicht schlimm, wir haben da sowieso nichts zu tun. Richtig lieb. Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt raus. Wisst ihr, was ich an dem 25. nicht mag, 25.12. Meine Mama hat ja Geburtstag und ich kann nirgendwo ihr Blumen kaufen, weil alles zu hat. Und wenn ich 2 Tage vorher ihr Blumen kaufe, dann sehen die nicht mehr so schön aus. Deswegen muss ich auf jeden Fall irgendeine Tankstelle finden, wo ich ihr einen Blumenstrauß kaufen kann. So, ich bin jetzt bei meiner Mama. Boah, könnt ihr euch noch an meinem alten Zimmer erinnern? Heute wird auf jeden Fall die Emine geschminkt. Schaut euch bitte ihr Gesicht richtig gut an. Ich werde sie schminken, werde euch ein bisschen mitnehmen. Ich gehe mal jetzt zu meiner Mama, Geburtstagskind. Hoch soll zu leben, hoch soll zu leben, dreimal. Hoch, 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 hoch. Mama, wie fühlt man sich mit, wie alt bist du denn geworden? Einen an den Kassanien, man kennenlernen gewissen. So, heute gibt es auf jeden Fall Dolma. Ganz viel Lammfleisch, wie immer, Gusto Brunch Salata. Mehr nicht. Meine Schwester hat versucht, Tiramisu zu machen, aber nein, Scherz. War echt lecker. Ja. Dann fangen wir mal an, die liebe, süße, kleine Emine zu verändern. Ruhe, ne? Und das kleine süße Baby liegt hier. Emine, hast du auch deine Schminksachen dabei? Ich habe doch nur ein paar Sachen. Ich weiß. Aber dann willst du die nicht rausholen, schminken? Ja, ich doch da. Mach schnell, Jella, ich habe jetzt schon keinen Bock. Also du wirst mich jetzt doch nicht die ganze Zeit aufnehmen, doch, oder? Jetzt. Das ist so gut, also das kann ich für euch wirklich fast 4 Euro und das ist echt gut für sowas. Und ja, also ihr müsst nicht immer alles teuer kaufen, nur mal nebenbei. Das ist wieder Emine, die gegen Blogger ist. Ja. Wirklich, ich habe das durch Zufall gekauft einfach. Ja. Und ich muss sagen. Erzähl du mal weiter, ich komme. Das ist auch vegan, glaube ich. Oh. Naturkosmetik. Das ist Make-up und Concealer in einem. Hört ihr mir überhaupt zu? Ja, auf jeden Fall kann ich das auf jeden Fall. Ihr müsst wirklich ganz, ganz, ganz wenig benutzen und schon deckt das richtig gut ab. Also nochmal nebenbei gesagt. Ja, welche Nummer ist das denn? Das weiß ich, 40. 40. 40, ja, aber jeder hat doch nicht dieselbe, ja, Hautfarbe. 40 Karamell, aber es kann ja sein, dass einige von den Follower so hell sind wie du. Hä? Das will ich doch gar nicht sehen. Ich bin gar nicht weiß. Warte mal. Du zeig doch einfach so hier. Ist von Alverde. So, das ist dein Make-up, Emma. Alverde Perfect Cover Foundation and Concealer. Das mischen wir ein bisschen. Mach nicht viel, ne? Ich möchte nicht eine Maske auf mein Gesicht haben. Boah, ich schwöre, das minimal. Ist typisch Emine, ne? Immer. Ja, ich will auch so aussehen, wie ich früher aussah. Aber mit Schminke sieht man nicht aus. Ja, ich weiß. Aber jetzt, ich möchte nicht ganz viel haben, so wie du jeden Tag dich schminkst, als wärst du zur Hochzeit gehen. Also Emine, ich glaube, es hackt. Warte mal, warte. Kommt nicht immer. Ihr packt euch doch 1000 Sachen erstmal vor Make-up auf. Primer. Hast du Primer? Ich habe keinen. Ich benutze keinen Primer. Ich kann mich auch sonst zu Hause schminken. Das habe ich nicht nötig. Nein, hast du Primer? Ja.
Was denn? Das hier? Nein. Wo das ist denn? So Vollmer. Das ist CC. Anti-Redness Skin. Das ist gegen Rötung, ne? Ja. Für diese Produkte habe ich alle von dir. Ich weiß gar nicht, wofür ich die brauche. Ja, nee, habe ich nicht. Du hast keinen Primer, brauchst du auch nicht. Mit der Hand? Ich glaube, ich spinne. Nee, mit dem Fuß kann ich ja auch anfangen. Nee, also du weißt, ich mag nicht matt, ne? Du weißt das. Ja. Das ist richtig gut, ich schwöre. Dann kann ich mir auch mal kaufen. Ist was? Boah, dein Kind, dein Kotzkind. Du weißt, ich mag es nicht, wenn es matt ist. Ja. Vero, nicht so viel. Da, weißt du, wie viel das ist? Ja, ich bin. Ich habe doch gesagt, du musst ganz wenig davon benutzen. Du gehst auf eine Hochzeit und nicht auf einen Kindergeburtstag. Oder Nico. Nein, du musst lieber einen Pinsel. Nee, ich mag keinen Pinsel. Ich mach das gleich mit dem Pinsel. Deine Koteletten müssen wir erstmal wegrasieren. Haben wir einen Rasierer? Ich will eigentlich stillen. Du musst stillen. Du weißt, wenn ich schminke, darfst du mich nicht unterbrechen. Hör auf zu lachen, weil dein Make-up geht in die Falten rein. Ich hab Samra. War ja klar. Samra, das nimmt auf, nicht, dass du dich hier ausziehst. Man sieht dich aber nicht. Sieht man mich? Nein. Zu viel Make-up in mir. Nein. Ja, das habe ich ihr vorhin. Nein, Emo, rede bitte nicht. Bitte. Viel zu viel. Ich schwöre. Ihr habt mich letztes Nein. Jahr geschminkt. Ich schwöre, du sahst so gut aus. Ne? Ich sehe die Bilder. Ihr geht auf Hochzeit, Leute. Ja, aber Hochzeit, man muss ja nicht übertreiben. Doch, ich glaube, ihr hatte von einem Jahr Make-up auf meinem Gesicht drauf. Guck mal, Emine. Wenn du Puder für das ganze Gesicht benutzt, ne? Und du hast Make-up schon drauf. Du darfst nicht direkt so anfangen, weil dann hast du einen Fleck. Du musst schön tupfen. Ja? Ja. Denkst du wirklich, ich habe die Zeit dafür mit zwei Kindern? Emine, bitte. Boah, kannst du mal bitte so ruhig sein? Lieber etwas. Bei mir dauert die Schminke 3 Minuten. Ja. Ja, und dann hast du überall Flecken im Gesicht. Puder ist immer sehr wichtig, damit das Make-up nicht in die Falten sich reinsetzt. Nein, das kannst du vergessen. Kann ich schon recht? Samri, bitte schon recht. Oder nimm ihn mal zum Relais. Soll ich auch mal deine Zähne färben? Ja, das habe ich gerade gemerkt, ne? Boah, Samra. Hey. Look, ich habe meinen Arm dran. Deine Mama ist hässlich. Magst du das? Ja, deine Mama ist hässlich. Du bist hässlich. Wo ist mein Sohn, der andere? Du bist so frech. Simulaji, Legunea. So, ich habe jetzt ihr Gesicht ganz leicht konturiert, weil sie mag es nicht so extrem. Ihre Nase braucht man eigentlich gar nicht zu konturieren. Das habe ich aber trotzdem gemacht. Ja, da und ein bisschen hier oben und hier unten. Ja, Emine, jetzt sind deine Augen dran. So, die Emine ist fertig. Mach mal deine Augen zu. Ich habe einfach hier Lidschatten benutzt und kein Eyeliner. Im Tageslicht sieht man das besser. Aber du siehst gut aus, Emine. Ich finde, du kannst jetzt so auf eine Hochzeit gehen. Okay. Pass auf, dass die kein Auge auf dich machen. Und was macht dein? Der ist heute auf deinen Dingen. Deine Verantwortung. Und räum das bitte sofort auf. Du räumst auf, Emine. Ja, bitte. Schneid mal deine 4 Augen mal. So, dann gucken wir mal, wie weit wir mit dem Essen sind. Mutti. Mutti. Ja. Was hast du jetzt gemacht, da Salata Chicken? Also, ich habe auf jeden Fall Fell gemacht. Du hast Fell gemacht? Dann schmeckt das, Schatzi. Dann werde ich jetzt also... Geht's mal. Wer ist denn noch? Ah, nee. Der Brünsch Chenecker, ja. Chicken Brünsch. Na. So, das Essen ist auch fertig. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 11 Uhr. Ich bin schon seit 9 Uhr wach, Leute.
Emre hatte so ein schönes Frühstück vorbereitet, weil der ist sehr früh rausgegangen und hat mich mal überrascht mit Frühstück. Das war natürlich richtig gut. Und ich habe auch, Leute, die ganze Wohnung geputzt. Ich schwöre es euch, kann nicht mehr. Guckt euch mal bitte meinen Lappen und so an, wie die da so rumliegen. Boah, ich muss heute meine Mülltonne mal richtig so sauber machen. Ja, auf jeden Fall mache ich mir jetzt einen Cappuccino. Und dann mache ich mich auch schon fertig. Auf jeden Fall muss ich erst duschen gehen. Bitte schaut euch mich mal an, wie ich so aussehe. Wir gehen heute zu meiner Schwiegermama, die hat bestimmt richtig fett lecker gekocht. Ja, ansonsten läuft heute nichts. Letzter Feiertag, morgen wieder Arbeit. Das hat aber richtig gut getan. Diese 3 Tage einfach schlafen, ohne früh aufzustehen. Ist das bei euch auch so, wenn ich bin heute sehr früh aufgewacht, die letzten 2 Tage, oh mein Gott, ich bin erst um 12:30 aufgewacht. Ist das bei euch auch so, wenn ihr so ab 11 Uhr aufwacht, dann ist euer ganzer Tag vorbei? Das ist bei mir immer so, ich bin dann so müde, so schlapp, ich kann einfach nichts machen. Das ist voll schlimm und jedes Mal ärgere ich mich darüber, aber mein Körper ist manchmal so kaputt, ich höre noch nicht bei meinem Wecker. So, wir sind jetzt bei Lidl mit Mami. Mami muss wieder mal Rieseneinkauf machen. Mama, warum gehst du so oft einkaufen? Meine Mama ignoriert mich. Und wir haben auch 2 kleine Kinder dabei. Hallo. 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 Ich kann es sehen. Kannst du dich jetzt sehen? Ich kann auch nicht sehen. Oh mein Gott, warum? Ich kann es nicht sehen. Es ist echt schwer, mit Kindern einkaufen zu gehen. Aber ich habe mir so gedacht, bist du mal... Warum greifst du mir in die Tasche? Golik. Hey, Golik. Ich habe mir aber so gedacht, komm, bist du mal heute eine nette Tante und nimmst die 2 Jüngsten mit, die bei meiner Mama waren. Ja, auf jeden Fall. Bei Lidl ist alles leer, Leute. Ich war vorhin in der Stadt, nur meine Nägel machen. Oh Gott. Nicht normal. Das war nicht normal. Wir hatten nur 3 Tage zu. Was ist mit den Menschen passiert? Okay, wegen Sale, aber Zara, ich schwöre es euch, die Mitarbeiter bei Zara tun mir immer so leid, ne? Muss ich echt sagen. So, ich habe jetzt eine Maske drauf. Und werde gleich anfangen zu kochen mit euch zusammen. Heute mache ich Lammfleisch im Ofen. Basmati-Reis mache ich mal, habe ich noch nie gemacht. Und eine Nudelsuppe, Sherie. Das sind so kleine Nudeln. Auf jeden Fall warte ich auf Emre und ich habe wieder mal die ganze Wohnung geputzt. War sehr früh wach, war beziehungsweise den halben Tag am Arbeiten, deswegen bin ich auch schon geschminkt. Ich muss sagen, meine Wohnung ist einfach voller Staub. Und ich hasse Staub, Leute. Ich hasse es. Vor allem bei Hochglanzmöbeln sieht man das richtig. Aber egal. So, wir fangen jetzt an. Den Ofen habe ich schon an auf Ober- und Unterhitze. Sorry. Auf 200 Grad. So. Das Fleisch ist hier. Da kommt... Boah, mit einer Hand ist es echt so schwer zu arbeiten. Ich drehe mal die Kamera um, dann zeige ich euch das. Auf jeden Fall kommt da Olivenöl rein. Und dann so viel Knoblauch wie möglich. Also das ist Lammfleisch. Und bei uns Kurden, Leute, wir essen Lammfleisch wie keine Ahnung was. Wir können jeden Tag Lammfleisch essen. Deswegen sehr viel Knoblauch. Und sehr viel Salz, wenn das in den Ofen kommt. Also mit Salz könnt ihr ruhig übertreiben, weil das schmeckt besser. Ich lasse das jetzt nur 10 Minuten stehen. Normalerweise lasse ich das halbe Stunde so stehen, damit das schön einzieht. Aber ich habe keine Zeit mehr. Ich habe auch schon meinen Auflaufform vorbereitet. Da kommt gleich nur das Fleisch rein. Dann nehme ich noch ein Backpapier. Das muss schön geschlossen sein und darüber mache ich noch Alufolie.
Und das Ganze kommt für 2 Stunden in dem Ofen. Leute, ich kaufe mir immer Milch bei Lidl. Und das ist mir jetzt schon 5 oder 6 Mal passiert. Und wenn ich Milch kaufe, dann kaufe ich immer so 4, 5 Pakete, ja? Weil die halt länger haltbar sind. Das ist die letzte Packung Milch. Die war im Schrank. Wenn ich dann einen Milch aufmache, tue ich das dann halt in den Kühlschrank, ja? Und die war einfach offen. Ich habe das aufgemacht. Das stinkt so extrem. Und ich war mir jetzt auch nicht sicher, von wo kommt denn der Geruch. Deswegen habe ich einfach einen Löffel da reingetan. Man sieht das doch, man sieht das eklig. Und das passiert mir so oft in letzter Zeit, wenn ich bei Lidl Milch kaufe. Ich verstehe einfach nicht, warum. Es gibt ja auch Kunden, die machen einfach auf, um zu gucken, ob es haltbar ist, ob es kaputt ist oder sonst noch etwas. Und das finde ich echt unverschämt. Das kann aber auch ein Fehler von der Firma sein. So, ich mache jetzt diese Nudelsuppe. Da kommt auf jeden Fall erstmal Zwiebeln und Paprika rein. Die erstmal schön braten in Butter. Und dann kommen die Nudeln dazu. Dann kommt 1 Löffel Tomatenmark und ganz viel Wasser. So, die Suppe kocht. Jetzt fange ich mit meinem Reis an. Heute mache ich Basmati-Reis, aber nach unserer Art. Da sind auf jeden Fall diese kleinen Nudeln drin. Mein Reis habe ich auch schon sauber gemacht. Und Wasser ist auch schon fertig. Ich glaube, ich muss den Herd... Ja. Ach, das ist gut. Das muss jetzt so goldbraun werden. Dann kommt Reis und dann Wasser, Salz und einfach kochen lassen. So, die Suppe sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Liebe Leute, ich habe vergessen, euch das Essen zu zeigen. Ich habe Besuch. Sag mal einmal Hallo. Hi. Hi. Ich soll mich schminken. Emine, wo ich dich letztens geschminkt habe, wie viele Komplimente hast du denn in deinem Leben mal bekommen an einem Tag? Gar keine, die haben gefragt, wieso ich so aussehe. Ich kenne sie so viel. Mama, wie geht's dir? Gut. Gut? Was machst du heute? Nix. Was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Wie immer die Mütter, ne? Immer meckern. Ja. Wir drehen bald unseren kurdischen Vlog, Mutti. Ne? Bald einen kurdischen Vlog zusammen. Immer so. So, meine Lieben, das war es auch schon. Das ist der letzte Vlog für das Jahr 2019. Ich hoffe, das Jahr 2019 hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt eure Ziele erreichen können. Ich hoffe, ihr habt die Liebe eures Lebens getroffen. Ich hoffe, ihr hattet keine finanziellen Probleme. Ich hoffe, ihr hattet immer Glück, viel Gesundheit. Das Jahr 2019 für mich war sehr schön. Ich habe die schönste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich habe den Mann geheiratet, den ich über alles liebe. Bin sehr glücklich mit ihm und hoffe, dass es auch immer so bleiben wird. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wie das Jahr 2019 für euch war. Ich kann mir vorstellen, dass unter so viele Abonnenten für einigen schlecht war, für einigen sehr gut. Aber man muss immer positiv bleiben und sagen, egal was mir passiert, es gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen guten Rutsch. Lasst mir ganz viel Liebe da und fühlt euch alle gedrückt und kommt gut in das neue Jahr rein. Ciao!